Einen schönen guten Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Yeehaw! Ich kenne große Freude, weil das Alien mir immer noch am Arsch klebt, aber ich bin hier richtig in diesem Raum, beziehungsweise ich bin auch hier an einem Speicherpunkt gelandet. Deswegen dachte ich mir, okay, perfekt, hier speichere ich gerade mal. Und jetzt können wir uns ein bisschen umsehen. Wir haben den Geräuschmacher V2. Bauplan. Den nehmen wir natürlich mit. So. Hier können wir nicht lang. Aber hier lang. Dann noch den guten Flammenwerfer am Start. Lade den mal gerade nach. Haben wir das auch? Sprengkapsel. Das hier sieht gut und richtig aus. Okay. Sein Nacken sieht ein bisschen ungesund aus. Ich bekomme die ganze Zeit Signale rein. Sind das Androiden? Oder Menschen? Ich weiß nicht. Man hört Alien auf jeden Fall irgendwo in den Rohren. Ah, da ist jemand. Lassen Sie sich nicht stören. Er geht weg. Perfekt. Boah, das ist ein Weg, du, Stein. Der absolute Terror. Hört das Alien noch irgendwo rumstrotzen? Da ist es. Es interessiert sich aber anscheinend nicht für die Androiden. Okay, ich hab's fast geschafft. Oh shit, er ist er. Jawohl. First try. Oh mein Gott! Was? Hier ist Gas drin. Shit. Kann er nicht einfach so rein? Muss es irgendwie schaffen, die Entlüftung anzuschalten. Was ist denn eigentlich dieses Geräusch, was ich da die ganze Zeit höre? Ist es der Flammenwerfer? Weil die Flüssigkeit da so rumwubbelt? Gerade echt nicht sicher, du. Okay. Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo?
Einen Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung. Oh Gott. Es tut mir leid, Ripley. Ich arbeite dran. Arbeiten Sie mal schneller. Kommen Sie aus dem Server-Hub. Alter, den kompletten Weg zurück, oder was? Meine ich doch nicht ernst. Das ist vor allem halt alles abgeriegelt. Es muss einen anderen Ausweg für mich geben. Daraus. Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Willkommen beim Leben unter dem Tisch. Das ist genau über mir. Okay, okay, ich hab's. Raus damit, sofort! Hier oder was? Sie aus dem Server-Hub. Hier erstmal speichere ich. Solange ich gespeichert habe, kann nichts mehr schief gehen. Falls es Ellie mich jetzt kriegt und ich sterben sollte, sei es so. Aber... Aber hier ist ja jetzt alles abgeriegelt, ne? Da, das muss eigentlich mal ein Weg raus sein, oder? Hier komplett zurück. Ricardo, wie haben Sie... Wartungszugang. Ihn wieder geöffnet. Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich da rauszukriegen. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen? Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo, wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Okay, und jetzt? Hier lang, oder was? Stockwerk wechseln. Ah, auf R. Da unten sieht man schon die Treppe. Ja, die führt hoch. Das heißt, ich muss zum Ende des Ganges. Jetzt hier hoch. Ja, er hat es wieder rausgelassen. Na, super. Da war die ganze Arbeit eigentlich umsonst. Das gibt's nicht.
Triff's doch. Ich bin gleich tot. Und das noch. Ey, Mann. So eine richtige Hurensohnstelle ist das jetzt hier. Geil, ich darf es nochmal nachholen. Bis gleich. Gott, ich hab's in den Aufzug geschafft. Elin hat die anderen Leute getötet. Ich habe eine ermordet. Oi, oi, oi. Ich bin in Gemini, Waits. Die ganze Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six in Gemini die Gelder gestrichen hat. Okay. Ja, hier ist alles irgendwie zu. Ein toter Androide. Mal mit, was der hat. Energie gering. Funktioniert das Speicherding noch? Ich weiß ja nämlich. Piep. Ah, hier. Boi, gespeichert. Nice. Na, was geht? Auch schon so gespannt auf das, was hier kommt. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter da gelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Lagerraum vor mir. Ja, hier. Sixen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Gerede jetzt, Waits. Ah. Eine Rohrbombe herstellen. Wieder ein bisschen was mitnehmen. Auch noch voll Ethanol. Irgendwo wieder über mir, glaube ich. Ja, ohne Strom geht ja halt gar nichts. Die ganzen Zugänge sind verschlossen. Ein Plasmaschneider, wie nett. Kamerafeed. Halt. So. Jetzt sieht mich keiner mehr. Den nehme ich. Neidbrenner verbessert. Plasmaflamme. Geil. Jetzt können wir echt diese Türen hier öffnen. Komm schon. Yes. Ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass das Alien gleich kommt. Man hört's schon.
Okay, können wir uns noch das Terminal angucken? Fehler. Sexon-Finanzierung. Mit Bedauern teilt Ihnen Sexon mit, dass Gemini Exoplanet Solutions keine weitere Finanzierung erhalten wird. Sexon trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini-Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Wartungssysteme, Antwort, Stromversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich unserer Stromversorgung, Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Vertriebsbereich benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit dem Code 889 treffen. Hier schreibe ich mir auf. Hinweis. Dies erfordert weiterhin Absprache mit Ihren Vorgesetzten und darf nicht autorisiert durchgeführt werden. Mit freundlichen Grüßen, die Hunter. Okay, ungültig. Serveranfrage. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Den jetzt kaputt machen, oder? Stellt er den Strom jetzt wieder her? Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Nein, ich werde das wirklich nur, um ihn abzulenken. Der ist gerade wieder hochgesprungen. Falls Sie diese Anlage in einem... Der Zugang zu dieser Anlage ist Besuchern untersagt. Was? Außer Sie sind Teil einer Sevastopol-Verkaufstour. Es ging nicht anders. Na super. Ach nö, komm schon! Ey, Mann! Ey, dieses Vieh, ne? Es ist so ätzend. Und gefühlt alle 2 Sekunden streift es irgendwo her. Okay, ich muss nochmal alles nachspielen. Bis gleich. Okay, geschafft. Kann ich hier nun durch? Ja. Ich denke mal, das andere ist wahrscheinlich einfach nur so ein kleinerer Zugang, in dem man sich verstecken kann oder beziehungsweise damit man nicht gesehen wird. Das ist ein recht großer Raum hier. Ich denke mal stark. Ah ja, guck mal da hinten. Betätigen Sie den Leistungsschalter des Analyselabors. Auch noch was. Leistungsschalter zurück. Nicht. Aber ich habe was zum Speichern. Oh! Oh ja. Emergency hier. Das ist wirklich ein Notfall. Ich muss speichern. Bevor das Ellie wieder auftaucht und mir seinen zweiten Mund in den Kopf verrammt oder sonst wohin. In den Arsch. Ich muss hoch, ne? Ja. Okay.
Da steht hier, ist Alien direkt Kuckuck. Geht. Denkkapsel ist voll. EMP-Mine, nehme ich mal. Das hat gar keine Sprengkapsel gebraucht, ne? Was braucht eine Sprengkapsel? Hier. Dann noch weitere Räume. Was war da? Über mir. Was? Fehler, ungültiger Pfad. Freigeben. Abwarten. S. Wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sevastopol bringen. Waits hat die Handelsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sagen Sie Ihrem Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typ namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehe mich nach der Zeit, als die Marshall sich noch um echte Verbrechern kümmern mussten, anstatt Geschäftsleute das Leben schwer zu machen. Dann meine Schließung. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Sixten damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst 100% sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Sixten in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Schreibe ich mir auch mal auf. 7. Alles klar. Ja, wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshalls werden über jeden fehlenden Gegenstand informieren. Zubehör, Fehler. Alles klar. Was war's? 743. Also bittest du bitte kurz öffnen. Da ist er. Den. Leider nicht mehr gesehen. Schuppiges Arschgesicht. Weg ist er. Ja, und dann steigt er aus einem anderen Schacht wieder raus, weißt du? Nur mir das Leben schwer zu machen. Ist es nicht. Die Mittel. Besserung für Ionenschneider. Okay, hier komme ich nicht weiter, aber das ist auch nicht schlimm. Hier muss ich ja nicht rein. Sondern wieder hier raus. Oh.
Okay, dann schalten wir die Kamera mal aus. Okay, nice. Hier gibt es sogar eine Karte. Ah ja, fast da. Mal geduckt, als ich mich dann schnell unter den Tisch verkriechen muss. Leer. Hm. Ist irgendwo über mir. Der Stuhl hier physikalisch hin und her wippt. Okay, jetzt bleibt er stehen. Der ist weg. Hey. Ach, hier drüben. Ja, dann habe ich schon mal den Tür geöffnet. Vorrang. Erledigt. Okay, ab nach unten. Hier direkt wieder speichern. Yes. Perfekt. Okay. Ich glaube, dass wir in diesem Raum hier fertig sind. So wie es aussieht, muss ich dann da runter wieder laufen, den Gang entlang. Weil ich glaube, hier komme ich nicht raus. Also der Raum hier hat keine weitere Tür. Ausgang. Ich glaube, die ganzen Türen hier sind alle zu. Ja, hier geht gar nichts. Android tot, oder? Liegt der nur rum? Ich kann auf ihn einschlagen, aber es passiert nichts. What? Arschgesicht. Und ich fragte mich noch gerade, was mit dem los? Initialisierung des Energieflusses. Okay. Time to say goodbye. Schlimm ist das alles hier. Ist die Tür jetzt da hinten auch auf? Oh, da. Da, die Tür kann man nicht öffnen. Haben wir vergelöht. Ja, es ist leer. Hör nicht zu. Ach, guck an. Kommst du dann einfach easy dahin, ohne großartig vielleicht sogar mit dem Alien in Kontakt zu kommen. Es sei denn, es springt dir rein.
Genau da, wo ich hin will. Fährt jetzt die Kamera hin. Muss ich warten, bis sie sich wieder wegdreht. Oh oh. Shit, ich wusste es. Runter. Zieh dich. Seid ihr verzieh dich. Schnell. Oh mein Gott. Weiterer Sensor. Das braucht Sensor. Nehme ich mal so. Hey. Zack, zack, zack. Okay, was ist das jetzt? Ah, ich muss wieder zurück, ne? Ja, scheiße. Ich hab's gehört. Ich gehe einfach mal, der kann ja gerne da hinten wegfimmeln. Also ich würde jetzt noch echt gerne wieder zurück. Speichern, beziehungsweise das Ding aktivieren und dann speichern. Oder wir speichern und aktivieren das Ding beim nächsten Mal, je nachdem. Leer. Einfach mal schon mal den Flammenwerfer provisorisch gezückt. Okay. Oh, geschafft. Juhu. Es ist immer so, es ist wirklich immer so ein Nervenkitzel und so ein Gefühl, wenn ich da dran gehe. Ey, hoffentlich, ja. Oh, hoffentlich kommt er nicht. Da unten jetzt lang. Genau da, wo ich hin muss, weißt du? So frech. Ich bin nicht da. Bin eine Kiste. Okay, den Schalter noch umlegen, das werden wir noch machen gleich. Und dann geht's dann in der nächsten Folge weiter. Aber ich würde das noch gerne zum Abschluss machen. Und weg zu sein, oder? Oh, nee, doch nicht. Ah, ist oben wieder, ne? Natürlich. Genau über mir. Gott. Lass mich doch mal hier in Ruhe arbeiten. Oder muss ich hoch? Analyselabor? Hier sein, ne? Achso, hier war doch so ein Rechner, ne? Oder irgend so ein Ding. Hier. Da muss ich dran. Jetzt?
Da fehlt noch was. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Vielleicht muss es der Android machen. Er muss das initialisieren und ich muss dann den Hebel ziehen oder irgendwas, ne? Jetzt. Ah, jetzt. Ich hab's. Sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Okay, jetzt halt nochmal zu speichern und das ist dann das heute. Ist dann für heute das letzte Mal. Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann haben wir das schon auch mal erledigt. Das heißt, wir können rein theoretisch wieder zurück. Genau, nehmen Sie den Frachtaufzug zu Projekt KG348. Alles klar. Gut, liebe Leute, dann war es das erstmal von dieser Episode von Alien Isolation. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dann.